kannst es ein bisschen ausbauen. Wir werden mal sehen, ob es was bringt, ob wir was davon haben. Warum ist der Sprit alle? Weil der Generator an war. Ich clever, ich. Aber dafür habe ich... So, dann machen wir ihn erstmal aus. Und wir haben das zur Installation. Und jetzt können wir gucken. 4 Magazine und ein Kecktape machen ein großes. Okay, das ist okay. Den Helm haben wir mal irgendwie noch mehr sinnvolle Sachen. Hier ist das. Das braucht man nicht unbedingt. Das braucht man nicht unbedingt. Das braucht man nicht unbedingt. 2. Oh, das ist hart. Sind nicht. Das ist auch elend viel. Es ist mühsam. Es ist mühsam, aber es geht ein bisschen was, denke ich mal. Aber es geht weniger, als ich dachte. Aber erstmal werden wir uns darauf hier konzentrieren, die fehlenden 60 Schussmagazine zu organisieren. Und gestern hat sie es auch erstmal so richtig auf den Stash niedergeschlagen, dass ich jetzt eben wirklich keine Rüstung mehr da hatte. Und das merkt man schon. Die ganzen letzten 14 Tage waren immer 2-3 Rüstungen quasi im Stash. Wenn eine mal wegkam, kam auch gleich wieder eine neue hinzu. Das war eigentlich immer so richtig schön, dass man selber entscheiden konnte, gehst du mit, gehst du ohne. Jetzt sind wir nach langer Zeit mal wieder in der Zeit, in der Phase, wo wir ein bisschen was erkämpfen müssen. Hoffen wir einfach, dass genügend Skev da sind und sich freiwillig erschießen lassen. Es ist weiterhin extrem schwer zu entscheiden, ob Sachen vor einem knallen oder hinter einem. Das ist irre. Ah, schade. Ich hätte gedacht, hier liegt wenigstens ein Rucksack da. Thank you.
Da war aber jemand sauer. Es war er, aber es hat sich zurückgezogen. Nee, der ist durch den Container nach hinten gelaufen. Er war eins mit den Blättern.
Na, was denn jetzt hier nur? So. Und so. Warte mal. Passt das an den? Nein, ein GP-Coin ist kein Geld. Ein GP-Coin muss extracted werden, genauso wie ein Bitcoin oder sowas. Geld ist wirklich Geld. Den habe ich auch ewig gesucht, den 310er Schlüssel. So Leute, Trommelwirbel, wir haben es wirklich geschafft, im dritten Anlauf die Führer rauszuholen. Oh. So, ganz schnell ins Hideout und Leo der Zweite mit der Verlängerung auf 14 Monate bereits im Prime-Abo. Vielen, vielen Dank dafür. So, das wird wahrscheinlich auch ewig dauern. Nur 2 Stunden dauert es. Allerdings Heating damit ausgebaut. Sehr schön. So, welche Überlebensrate habe ich? Das sehen wir hier, die hängt nach wie vor bei 45%. So, Kopfhörerjagd. Deswegen als allererstes hier rein. Und leider haben wir kein Glück.
Warte mal, was ist die... Clean Viper war auch irgendwie Quest-Item, ne? Aber erst später. So. Hier liegt Nemostat. Perfekt. Das klingt wie an der Tankstelle. So. Da oben fighten sie.
Dann müssen wir die später holen. So, hoffen wir, dass die da hinten in die andere Richtung marschieren. Und dass wir hier gegen den Strom unsere Runde drehen können. Oh, jetzt, ich kann mich nie entscheiden. Die Level 2 Rüstung hilft uns jetzt nie wirklich weiter. Für die Runde ja. Im Zweifel können wir sie wiederholen. Wenn ich was. Die sitzt immer noch da oben. Okay, ich gehe den anderen Weg. Muss man auf dem Heimweg versuchen, noch ein paar Skeffs zu kriegen. So. Ich wollte eigentlich hinten rum, aber. Wir machen das mal so. Fuck. Das habe ich geahnt.
Bitte erschreckt mich nicht so. Hardcore für Hardcore-Spieler. Danke. So, was wollte ich jetzt hier? Ich wollte rein. Da muss ich Munition nachstecken in der AK. Und dann gehen wir raus. Eins weiter hinten. Verdächtig ruhig, oder? Ich beschreie es nicht, ich stelle es fest. Es ist verdächtig ruhig ist. Was zu essen und zu trinken.
Also. Was kann ich denn mit dem Whisky anstellen, was ich mit dem Filter nicht anstellen kann? Kann mir das jemand sagen? Waffentrade? So, nach Medizin suche ich jetzt oben nicht mehr. Ich kann sie sowieso nicht mitnehmen. Sonst haue ich wieder nur was weg. Da ärgere ich mich wieder nur. Okay, der eine ist zumindest verletzt. Das sind zwei. Fuck. Ich kann es wieder nicht mitnehmen. Das ist eindeutig das Bessere. So, jetzt lass mich hier bitte raus. Ja. Oh. Ganz klitzekleine Aufbauarbeit.
Aber wir haben, das ist der zweite Spritkanister. Und damit kann ich auf die erste Waffenkiste, auf die erste Munitionskiste zielen, weil die kann ich dann, sobald der Sprit leer ist, craften. Das heißt, das ist ein ordentlicher Sieg. So, und auch jetzt hier ansonsten die Kleinigkeiten, die wir jetzt hinten rausgebracht haben. So, eine brauchen wir dann noch. Wir haben wieder ein bisschen Essen, Trinken und ein bisschen Munition rausgebracht. WP-Munition, weitere Rucksäcke. Voll zufrieden mit der Runde. So. Wir brauchen AK-Magazine für... Wir können mal hier die Notes wieder aktualisieren. Für die Quests, da sind wir noch... Wir brauchen noch einen Cowboy-Hirt und einen Shanka. Das Lavatory hatten wir geschafft, ne? Für den Wasserkollektor ein Toolkit. Guck mal. Aber hier brauchen wir die Workbench noch. Toolkits haben wir. Zwei Motoren, die sind auf Interchange zu kriegen und das kriegen wir auch. So, und die Workbench auf 2 wäre ja auch was Interessantes. Für die Workbench brauchen wir noch einen Drill, ein weiteres Toolkit und 4x Bolzen. Ab dann können wir das mal auf die Prio-Liste. Also, Lavatory, wir brauchen für Workbench ein Toolkit, ein Drill, 4x Bolzen. Das steht hier unten schon. So, die Med Station hat man schon ausgebaut. Die ist schon auf 2. Also können wir das rausnehmen. Und Heating haben wir auch geschafft. So, wir brauchen aber AK-Magazine. Wir brauchen noch 5 Tushonka. Und wir brauchen Marker. Das können wir jetzt machen. Das Geld haben wir. Wir gehen auf Interchange. Ich würde sagen, wir gehen tagsüber rein. Wir können auch mal 2 hängen. Auf geht's. So. Prüfung.
Prinzip ist das ein super Spawn für die Quest, die ich habe. Vorausgesetzt, es geht nicht schief jetzt. Weil wir laufen jetzt direkt den Weg ab für... für die drei Vans. Bleibt schön oben. Muss das schon wieder sein?
Die Tanker waren doch schon erledigt. Die Tanker machen wir ja auch nie. Wir markieren Vans. Die Kleinbusse hier. Hallo? Bin ich doof? Warum will er den nie? Habe ich die falsche Quest gelesen? Ich glaube schon. Jetzt, ja, hier stand Ambulanz, ne? Oh, fuck. Deswegen, das ist schon der richtige Bus. Das ist die falsche Quest. Wir haben das Zeug umsonst mitgenommen. Gut, dann haben wir es gekauft, dann müssen wir nur überleben. Dann lasst uns durchgehen und looten. Da habe ich gepennt. Aber zum Glück ist Geld jetzt nicht unbedingt ein Problem. Aber da haben wir dann was, was wir auf Shoreline erledigen können. So. Augmentin. Wir brauchen ein Dustcover. Was die da oben mit Granaten schmeißen in der Runde hier, ist Wahnsinn. Yeah.
Ach du Scheiße. Habe ich so ein Teil schon? Ich müsste es mal mitnehmen. Das brauche ich nicht. Aber den Griff nehme ich mit. Spieler-Scaff oder normaler Scaff? Kaum von hier. Könnte ein regulärer gewesen sein. So, das ist ein MP5-SD-Bauteil. Sollten wir irgendwann mal versuchen, eine MP5 bauen, eine silenced MP5 bauen zu wollen. Dann brauche ich das dafür. Magazinwechsel. Okay, es sind Scaffs, die hier rumrennen. Lichten Saliva. Ja. Ich brauch's für die Gunsmith-Quest richtig. Aber es ist noch ein weiter Weg dahin. Aber es könnte sein, dass man mit dem RVG-Grip gleich. Gunsmith Part 2 abschließen können. Weil ich muss an meiner, wenn ich mich richtig erinnere, an meiner AKSU nur noch ein bisschen den Rückstoß reduzieren. Und vielleicht reicht das sogar, weil ich kann das Gummipad, was ich gefunden habe, was an der RKM dran klemmt, das kann ich ja benutzen. Und ich habe noch den Das könnte sogar klappen, dass wir ganz mit Part 2 heute schaffen. Fuck. Ich brauche die Mayo nie. Ich brauche, wenn dann das.
So, also. Das ist Bastelstunde. So, jetzt check mal das gleich mal. Das ist die hier. Moment, der hat Rückstoß minus 2. Der RK5 hat auch Rückstoß. Also hier ändern wir nichts. Aber wenn wir jetzt die Waffe nehmen und von hier das Gummipad abziehen und hier ran machen, müsste der Rückstoß locker unter 300 sein. Wir müssen erst falten und jetzt kriegen wir das Gummipad nie drauf. Ist das euer Ernst? Leck mich am Arsch. Wie mache ich denn das jetzt? Brauche ich hier echt wieder den Griff dazu? Ich hatte gehofft, das kriegt man dadurch hin. Dann bleibt im Prinzip für die Quest ja nur noch ein Weg. Nämlich, dass ich den abmache, den dran baue. Und warte mal. Immer noch über 600. Weil der natürlich hier nicht ganz so viel bringt. Minus 37. Der bringt 7 mehr. Oh, Scheiße, ey. Das ist... Aber reicht noch nie. 6 Zellen haben wir. Ergonomie über 56 müsste ich auch sein. Rückstoß mehr, weniger als 600. Sighting Range 100 oder mehr. Und 3,5 Kilo. 3,5 Kilo haben wir. Sighting Range ist 500. Es ist einzig und allein der Rückstoß. Ich brauche ein Level 3 Item. Ich brauche ein 3% Item für die Rückstoßreduzierung und ich habe alles nur 2. Das Ding hat 2, das hat 2, das hat 2. Also entweder brauche ich noch vorne einen anderen Muscle Break, den ich leider nicht habe. Da loote ich auch seit Tagen oder seit Ewigkeiten, versuche ich einen anderen Muscle Break zu finden und finde gar nichts. Sowas wie den DTK oder sowas. Wir sind ganz nahe dran. 601%, das sind 60. Also, ne, sobald ich von 2 oder sobald ich ein 3% Item finde, ein Griff, ist die Quest fertig. So. Ich hasse diesen Spawn. Inbrünstig. In einem Erdloch zu spawnen, hier mitten auf der Wiese, das ist so beschissen. Und genau, nur weil der Dödel mich jetzt nie gesehen hat, bin ich noch nie tot.
So, aber weil wir gerade, Leute, beim Video waren, morgen 8 Uhr gibt's die nächste Folge. Und sie werden länger. Was habe ich jetzt geschnitten? Folge 13 und 14? Nee, oder 12 und 13? Nee, 13 und 14. Das sind, glaube ich, beide jeweils 1,50 lang, aber das ist so. Das passt ganz gut. Also im Moment komme ich echt gut zurecht mit dem Schneiden. Es ist wirklich der größte Aufwand, liegt im Moment beim Rendern und dann beim Hochladen auf YouTube. Das dauert ewig. Und das ist das, was mich im Moment ein bisschen nervt. Aber ich traue mich, da YouTube nochmal selber nachkomprimiert und die Videos alle nochmal umrechnet. Ich traue mir auch nie von vornherein die Qualität schon runterzurechnen. Dann hätte ich es zwar leichter am Hochladen, aber dann hätte ich die Angst, dass beim Runterrechnen seitens YouTube dann nochmal, also es geht ja noch mal, sowieso nochmal Qualität verloren, dass das noch einen größeren Einschlag hat und ja. Dann lebt man damit, dass so eine Folge mal locker 4-5 Stunden hochlädt. Und da war letztens auch eine Frage auf YouTube, von wegen, ob ich die Frequenz erhöhen könnte jetzt von der Challenge, dass ich nicht alle 2 Tage, sondern vielleicht jeden Tag eine Folge hochlade. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil mein Rechner wäre komplett blockiert mit Rendern und noch hochladen. Und ich muss ja ganz normal noch arbeiten daran. Und meine Kids müssen auch gelegentlich an den Rechner wegen der Schule und bla bla bla. Also das ist so viel. Das können nur Leute machen, die nichts anderes zu tun haben. Und hat Leute wie Pesteli, die einen eigenen Cutter haben, der das für sie macht. Von daher ist es echt interessant, wie sich im Moment, aber das muss man mal, das ist interessant, wie der YouTube-Kanal, wie die Zugriffe sich gerade entwickeln. Das ist, na, ich habe, die Videos sind jetzt nicht das, was die täglichen Peaks erzeugt, weil sie eben so einen massiven Zugriff am ersten Tag bringen, was normalerweise jedes neue Video bei mir macht. Stattdessen heben sie so gerade die unter, das untere Level an, weil eben auf diese ganzen Einzelfolgen konstante Zugriffe erfolgen. So. Bitte lass das niemand mitkriegen, muss ich. Und das ist ja jetzt auch der richtige Bus, Schwarze Muggen. Das ist.
Richtige Karte, richtiger Bus. Die anderen Vents, diese gelben Vents, sind auch noch dran, aber das ist ein Quest nicht von ihr, sondern das ist ein Quest von... Bragman. Hier los? Ein Helm. Den Rest will ich nicht. Also, geht doch. Man muss nur vernünftig fragen. So. Die Taschenlampe lässt sich auch woanders ranbauen. Beziehungsweise, das nehmen wir jetzt einfach mit. Und versuchen, unsere beiden Marker loszuwerden. Was? Ab nach Hause. Helm Day? Ja, wo wir den einen gehen wir gleich weg und der andere ist. Aber immerhin. Ich glaube, dieser Fake Fast MT hat auch eine relativ große Ricochet-Chance. Das heißt, da kann man auch mal den einen oder anderen Abpraller tanken. Und an der Stelle nehme ich das dankend mit. Wobei jetzt hat hier... Das ärgert mich ein bisschen, weil ich schon wieder hier auf Questroute bin. Jetzt war so wenig oben los und das klang jetzt nicht nach großen Waffen, was sie da oben hatten im Resort, dass ich glatt Bock hätte,
gehabt, da einzusteigen. Aber ich brauche trotzdem noch meine beiden USAC Doc Tags. Denk an deinen Blutdruck. Na, ich muss ja irgendwann. Ich muss ja mit meinen Kills weiterkommen. Die Dinger habe ich schon zu Genüge, brauche ich nie mehr. Und so eine SKS hier mit OKP-7 spielt sich halt schon mal um Welten anders im Vergleich zu einer blanken SKS. Der Sprit steht hier überhaupt nicht mehr da. Und überhaupt noch irgendwann mal den Sprit? So, das meine ich nämlich. Ich brauche keins von beidem gerade. Na komm. Das brauche ich. Weapon Safe Key. Ich brauche keinen Platz zum Nachladen. Ja, aber wer weiß, was noch kommt. Ich bin echt arm dran, was Shoreline Keys angeht. Und es wird irgendwie nie besser. So, jetzt gibt mir noch eine Wilson und dann ist gut. Es ist aber wirklich extrem ruhig auf der Karte. So, hier unten ist eigentlich noch immer so ein Patrouillenskiff. Um die Zeit. Zweier.
Keine Ahnung, wo der war, der mich erschossen hat, aber den anderen habe ich gesehen. Können wir gleich nochmal gucken. Oh, und ich laufe voll in die Reihen. Nee, das ist der dritte. Ich sag ja, man spawnt so oft als alleine Spieler hier auf dieser Seite. Das ist so nervig, weil auf dieser Seite nichts ist auf Shoreline. Gleichzeitig ist halt die Frage, ich will halt auch. Walli, Walli, echt jetzt? Okay, dann kriege ich hier wohl nichts. Ich kann es nicht riskieren, jetzt hier vom Sniper Scav weggeballert zu werden. Sniper-Scaff ist da. Auf der Seite sind auch... Ja, aber die sind da hinten und... Ich will jetzt gerade nicht Stashes looten. Ich will jetzt eigentlich nur erstmal meine beiden... Dings wegkriegen. Und mit so einem Spawn wurde vor allen anderen Spawns mittig der Karte da als erstes zurückzurennen an den Kartenrand, um die Stashes zu looten, ist halt auch nicht gerade so das Intelligenteste, weil du läufst ja den Spielern, die hinter dir spawnen, faktisch in die Arme. Ja, also bleibt dir eigentlich nur die einzige Möglichkeit. Ohne Callout, ohne alles. Kann natürlich auch ein Spieler gewesen sein.
Aber ich vermute eher, das waren Spieler jetzt. Weil die Skeffs machen schon die Callouts. Die reagieren schneller, wenn man so nackig rumläuft. Aber ich vermute eher, das war ein Shotgun-Spieler, der quasi eher einen Warnschuss abgegeben hat, von wegen, lass mich in Ruhe. Nee, nicht zwingend. Es gibt ja nie bloß Fulgiers im Spiel. Es kann durchaus sein, dass das jemand war. Wie gesagt, wenn ja jemand mit einer MP133 rumläuft. Weil er Skeffs mit der Shotty killen muss, dann rennt man auch nie auf jeden Spieler einfach drauf, sondern dann gibt man schnell mal so einen Warnschuss ab. Gerade wenn man sieht, ich bin ja nur ein Hatchling. Und lässt die Leute dann aber in Ruhe. Das ist so. Maniac. Das war eine Zeit lang noch viel, viel schlimmer. Das war letzten Sommer. War das wirklich so, wenn du nackt reingegangen bist und hier mit Pistole oder auch ohne, die Skeffs haben dich sprichwörtlich gejagt. Die sind wirklich dir. Die sind zu dir gerannt gekommen und haben dich über den Haufen geschossen. Nichts, was mir hilft. Nein. So weit zur Aggressivität.